Augenringe sind weg. Und ich sag dir auch warum. Weil es die ganze Haut verätzt hat. Bergsteiger-Müsli. Müsli. Bergsteiger-Müsli. Freunde, wir haben wieder einige Produkte weggeschmissen, weil sie ganz, ganz furchtbar sind. Und davon möchte ich euch bewahren. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir hat es in den Fingern gekribbelt. Ich hatte ja meinen Rappel neulich, ne, und der ist weitergegangen. Ich habe Sachen weggeworfen, von denen ich einfach nicht überzeugt bin. Und das muss auch nicht sein. Ich habe sehr, sehr viele Produkte hier und ich habe auch sehr viele Produkte getestet, aber nur, um sie zu haben, möchte ich sie nicht hier haben. Und ich habe mit mir gekämpft, wirklich Sachen auszusortieren, weil es mir natürlich auch immer so ein bisschen wehtut, Sachen auszusortieren, auch wenn sie noch nicht leer sind. Aber manchmal gibt es Produkte, die müssen einfach weg. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch wieder ein paar Produkte aufgebraucht und so bekommt ihr immer die intensivste Review ever. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin richtig gut drauf. Der Windfang ist fertig und der sieht so wunderschön aus, ihr süßen Mäuse. Der sieht so toll aus. Das ist so schön hell und das ist so gemütlich und das ist so modern. Am Ende des Tages ist es auch eigentlich ein neuer Raum, weil wir hatten keinen Boden, keine Decke und keine Wand mehr. Aber er sieht wirklich, wirklich schön aus. Vielleicht habt ihr ihn schon bei uns in der Insta-Story gesehen. Ich habe ein paar Sachen aussortiert, ein paar Sachen aufgebraucht und die will ich euch unbedingt zeigen. Die Annemarie Berlind Augenpatches mit Novalana Love, die habe ich euch neulich gezeigt in einem Vlog. Hier ist sogar noch die Vlogging-Kamera. Für mich war es gestern, für euch vielleicht schon ein paar Tage her. Das sind die Eyepatches von ihr und die sind phänomenal. Das sind einmal verwendbare Augenpads und ich kaufe keine einmal verwendbaren Augenpads mehr. Aber ich hatte damals, weil manchmal gibt es so Impulskäufe und ich hatte dann, die waren dann reduziert und dann hatte ich einen Rabatt und dann hat das nicht mehr 24,99 gekostet, sondern nur noch 19,90 und dann habe ich gleich 5 oder 6, vielleicht waren es auch 8 Sets gekauft und die neigen sich jetzt langsam dem Ende und ich benutze sie nur noch bei besonderen Anlässen. Sehr, 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 sehr gute Augenpads, meiner Meinung nach die besten einmal verwendbaren Augenpads, die es gibt. Sind sie 5 Euro wert? 5 Euro ist eine Menge Geld, aber sie sind wirklich, wirklich gut. Die haben Schimmer mit drin und es fühlt sich so an, als würde der so die Augen aufhellen und du siehst so frisch aus. Die Haut darunter ist ganz, ganz weich geworden. Ich würde sie wieder kaufen, wenn ich nicht gegen einmal verwendbare Augenpads probiere, weniger davon zu kaufen oder gar keine mehr davon zu kaufen. Aber als Empfehlung definitiv ja. Ein bisschen Lippenpflege. Essence. Super Balm. Wir haben aufgebraucht, beziehungsweise, ja, das eine Teil davon war jetzt leer, von Isana, die Augenbrauen- und Wimpernfarbe in Schwarz. Mache ich alle 4 Wochen ungefähr, soll bis zu 6 Wochen halten. Ich habe das Gefühl, so lange halten meine Wimpern gar nicht. Ist sehr, sehr gut. Du hast einmal so eine Lösung mit drin und einmal so ein Gel und erst machst du die Wimpern nass mit dieser Lösung und dann machst du den Spoolie voll mit diesem Gel und dann färbt sich das ein. Sehr, 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 sehr gut. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo hinschmiert. Ansonsten kaufe ich die immer wieder nach. Ist, glaube ich, die günstigste Version. Ich habe gerade auch die von Syos. Da steht aber auch explizit drauf, nicht für die Wimpern, nur für die Augenbrauen. Deswegen würde ich jetzt einfach immer hiermit weitermachen. Ich benutze die sehr, sehr gerne. Meine Augenbrauen färbe ich nicht mehr. Weder heller noch dunkler bin ich durch. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Erinnert euch noch? Boah. Ja, also, manchmal habe ich auch so Sachen gemacht. Da frage ich mich heute, was war das denn? Ich habe mir ja teilweise hinten dieses Schwänzchen. Also hier geht ja bei mir der Bogen runter. Und ich habe meine Augenbrauen bis hierhin abrasiert, um sie mir dann hier hinten hochzumalen. Ich sah aus wie Spock. Aber die ist sehr, sehr gut. Sie brennt ein bisschen in den Augen. Man darf es halt nicht in die Augen bekommen, ne? Für die Augenbrauen, aber wirklich, wirklich gut. Ich fahre gleich mit der Tür ins Haus, weil die meisten schauen das Video nicht bis zum Ende. 2 Produkte. Eins ist hochgradig gefährlich und das andere ist scheußlich. Und es tut mir wirklich leid, weil ich die Marke an sich sehr gerne mag. Wir bleiben mal beim scheußlichen Produkt. Trini London. Mag die Marke total gerne. Die haben super, super gute Sachen. Das Retinol ist sehr gut. Das Niacinamid-Serum ist sehr gut. Die Verpackung ist sehr, sehr gut. Das ist wie von Fenty der Sonnenschutz, den ich nicht mehr mag, seitdem sie ihn reformuliert haben. Und das kam jetzt recht neu raus. Sie haben dazu so einen Microderma-Roller mitgeschickt. Bin ich eh nicht so ein Fan davon. Das ist Peptide und Hyaluronserum. Plump Up for Visible Firmer Bouncy Skin. An sich ist das ein gutes Produkt.
Das ist so wie so eine, wie so ein Hyaluronsäure-Serum. Sehr gelig, unparfümiert, ganz tolles erstes Hautgefühl. Pass auf, und dann zieht das ein und du denkst, du bist in Glibber gefallen. Das wird so, also es gibt das klebrig, das kennt ihr von diesen Primer, ne, diesen Milk oder dem Elf Hydro Grip Primer. Das ist ein klebriges Gefühl, was für mich okay ist. Das hier, das ist wie Prittstift. Das zieht Fäden, das ist wirklich, hört ihr es? Unausstehlich. Und wenn du das im Gesicht hast, du kannst es nicht morgens benutzen, weil das ist so klebrig, dass dein Make-up kleben bleibt, aber nicht gleichmäßig kleben bleibt. Und abends klebst du am Kopfkissen fest und das ist jedes Mal, wenn du dich bewegst, hast du dieses Gefühl. Ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe es auch probiert, auf den Lippen zu benutzen, aber dann kleben die Lippen zusammen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Flop gewesen und das tat mir so leid. Hat für mich gar nicht funktioniert aufgrund der Textur. Wenn ich etwas, ich bewerte oft Produkte aufgrund von, hat es bei mir funktioniert, das Produkt zu benutzen, hat es Feuchtigkeit gespendet? Mit Sicherheit. Das Produkt an sich und der Effekt des Produktes mit Sicherheit sehr, 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 sehr gut. Aber ich kann es gar nicht weiter testen, weil ich für mich ist es unaushaltbar, dieses klebrige Gefühl auf der Haut zu haben. Genauso wie das hier. Dieses Ding ist der Teufel in einem Pflegeprodukt. Das ist kein Pflegeprodukt, das ist Körperverletzung. Ich hatte ja eine PRP-Behandlung im Sommer, also im ganzen letzten halben Jahr unter meinen Augen. So, und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und der hat gesagt, probieren Sie mal das aus, um einen Teil davon noch ein bisschen aufzuhellen, der Augenringe. Das ist von der Mi-Line, Dark Circles. Es steht hier auch nicht so viel drauf. 10 Milliliter, wisst ihr, wie teuer dieses Ding war? 100 Euro. Oder 92. Du machst, also erstmal war hier so ein, war mal so ein Ball hier mit drin. Der hat aber dafür gesorgt, dass das Produkt nicht rauskam. Der war zu fest drin. Also Packaging passt nicht zum Produkt. Ist schon mal doof bei 92 Euro. So, jetzt sieht man es mittlerweile auch, dass es Retinol ist. Aber gefühlt in der Konzentration 99%. Du machst es auf die Augen. Dann wird es erstmal wird so ein bisschen wie so Niacinamid oder Zinkserum, es wird dann so ein bisschen trockener. Und am nächsten Tag, ich schwöre dir, ja, die Augenringe sind weg. Und ich sag dir auch, warum. Weil es die ganze Haut verätzt hat. Es hat mir unter meiner Haut alles weggeätzt und gezimmert. Ich hatte wirklich offene Stellen teilweise, nicht offen, aber so richtig wunde Stellen unter meinen Augen, so, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht muss man sich da ein bisschen rantesten, da habe ich es vorsichtig, habe ich noch weniger. Ich habe es verdünnt mit einer ganz leichten, vergiss es, dieses Ding ist Körperverletzung gewesen, wirklich. Und da steht halt drauf, bitte benutzen Sie einen Sonnenschutz. Da steht nicht drauf, ja, fangen Sie langsam an oder benutzen Sie nur ganz wenig. Eventuell könnten Sie es nicht vertragen. Ich hab's vertragen, aber ich vertrage es nicht, wenn du mir meine Augen... Das Versprechen haben sie eingehalten. Augenringe waren weg. Ich hatte gar keine Augenhöhlen mehr. So schlimm war das. Wirklich. Oh, das macht mich richtig wütend. Gerade weil es so teuer war. Gerade weil es so, so verdammt teuer war. Apropos nicht teuer, ich habe eine gute Nachricht für euch, denn ich habe hier aufgebraucht ein Microfiber Multitool. Ja, auch die sind irgendwann mal durch. Das ist Tatsache sogar noch eins der ersten gewesen, die ich habe. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Irgendwann tausche ich die aus. Ich bin natürlich auch an der Quelle, ne? Wenn ich merke, eins ist jetzt nicht mehr gut, dann gehe ich ins Lager und nehme mir eins. Schreib's raus und nehme mir eins. Diese Dinger, ich weiß, wie viele Leute mittlerweile die Microfiber Multitools schon haben und darauf schwören. Mit diesem Ding ist euer Make-up im Handumdrehen entfernt. Ein bisschen Wasser rauf, einfach rübergehen. Gerade wenn ihr eine empfindliche Haut habt, ne, und nicht so doll reiben wollt, einfach mit warmem Wasser vorsichtig über eure Haut und das Make-up ist weg. Im Anschluss dann Reiniger. Und die gibt es natürlich bei mir auch noch im Shop. Tatsache nicht mehr viele. Und was dann weg ist, ist dann auch weg. Wir haben uns dagegen entschieden, noch weitere zu produzieren. Wir haben sehr, 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 sehr viele mittlerweile auf den Markt bringen dürfen, dank euch. Das, was jetzt noch da ist, ist dann jetzt auch vorbei. Es gibt die auch noch in Pink. Davon sind, glaube ich, noch... Nee, von Pink sind noch ein paar mehr als von den Schwarzen da. Ich schwöre...
Schwöre ich drauf, was wollt ihr von mir hören? Wirklich eine, und ich wusste, dass es vielen gefällt und ich schwöre wirklich drauf. Genauso, was ich aufgebraucht habe, ist das hier. Das ist meine eigene Seife. Das ist die Fiore di Lavanda, die Lavendelseife. Wir haben mittlerweile auch Zitrone. Wir haben sogar eine, die unparfümiert ist, die ihr auch gut im Gesicht benutzen könnt. Die ist für die Hände, die ist für den Körper, die ist für euren... Die könnt alles mit diesen Seifen machen. Handgemacht in Brandenburg von einer super, super kleinen Süßmanufaktur. Und wirklich, wirklich günstig. 30 Gramm bei den Bedufteten, 50 Gramm bei den Unbedufteten und auch die Duschtabs. Und weil wir jetzt sehr, sehr viel auch wieder umstellen werden, die einen oder anderen haben es vielleicht schon mitbekommen, dass im Hintergrund so einige Sachen passieren, alle Produkte in meinem Shop 10% für euch nochmal reduziert mit dem Code, den ihr hier seht. Probiert das aus, ist ein super, super süßes Geschenk zu Valentinstag und zu Ostern vielleicht auch die Seifen. Packaging ist natürlich cute, ne? Genauso wie die Duschtabs. Schaut gerne mal in meinem Shop vorbei, ich verlinke euch die Sachen einmal unten in der Infobox. Ein Produkt, was ich jetzt aussortiert habe, ich habe es benutzt, weil wir hatten kein Duschgel mehr und ich wollte duschen und dann habe ich das in meinem Backup-Schrank gefunden. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich den Quatsch nicht mehr kaufe. Und das sind diese Duschschäume von Isana, Balea, egal was für ein Duschschaum, selbst Bilou. Erstmal, ich kann den Geruch nicht ab. Ich möchte nicht riechen wie eine Tüte Lachgummis. Da vergeht mir nämlich das Lachen. Also, synthetische Düfte, kein Ding. Aber das ist einfach nicht mehr schön und vor allen Dingen auch das Gefühl. Es ist zwar ein ganz feiner Schaum, du machst ihn dir auf die Haut und dann ist der aber nicht so, also du fühlst dich danach einfach nicht sauber. Das ist wie Parfum. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das wirklich großartig gepflegt hat. Deswegen, ich kaufe keine Duschschäume mehr. Maximal die von Rituals, weil die wirklich ein sauberes Gefühl hinterlassen. Wobei mir auch das, ich bin nicht so die Duschschaummaus, wenn ich ehrlich bin. Aber das hier... Was sehr, sehr gut war, apropos Rituals, war das hier. Das war eine Probe. Ich habe keine Ahnung, wo die drin war. Rituals of Ayurveda. Ich mag den Geruch der Reihe sehr, sehr gerne. Nurturing Shower Oil. Das ist erst ein Öl und dann schäumt das so ein bisschen auf. Nehme ich als zweite Duschrunde. Ich dusche mich erstmal sauber mit einem normalen Duschgel, was jetzt nicht vielleicht nach 27 verschiedenen tropischen Früchten riecht. Und dann kann ich punktuell vielleicht an den Armen, an den Beinen, am Poppes, ne, mit so schön, dass es weich ist, die Haut, mit sowas arbeiten. Dafür ist es okay gewesen. Würde ich mir auch in groß kaufen, wäre ich nicht ein bisschen zu geizig dafür. Für ein Duschgel. Was haben wir hier noch? Oh, das hier, schwöre ich drauf, tut mir leid, liebe ich, ist mittlerweile meine 6. Flasche, glaube ich, von Cosa X, das Snail Mucin. Ich mag es einfach, abends sehr, sehr viel Feuchtigkeit in meine Haut zu bringen und dafür ist das immer sehr, sehr gut. Ich mag das ganz gerne. Ich muss es tatsächlich wieder nachbestellen. Ich habe es vorgestern leer gemacht und habe es noch nicht geschafft. Habt ihr schon so oft bei mir gesehen, will ich gar nicht so viel drüber reden. Was ich jetzt endlich geschafft habe aufzubrauchen, ist das hier von Jean and Len, das Kokos-Sandelholzöl. Ich meine, das gibt es jetzt in einer neuen Verpackung. Ein großartiges Körperöl. Ist eher so ein trockenes Öl, das heißt, du fühlst dich danach nicht nach so einer Ölsardine, sondern einfach gepflegt und weich, mag ich sehr gerne. Würde ich mir wieder nachkaufen, wenn ich nicht gerade das von Fenial und das von Isana offen hätte. Ihr kennt mich ja, ne? Ich muss mich abends einölen, von oben bis unten in jede kleine Furche meines Körpers wird Öl gepackt, damit ich in 75 Jahren genauso konserviert aussehe wie eine Ölsardine. Nein, Spaß beiseite. Ich mag das Gefühl einfach und diesen Duft davon. Es war ein sehr, 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 sehr schöner Duft. Ich habe ja mit ein paar Produkten gute Erfahrungen von Jean and Len, mit ein paar Produkten nicht so gute Erfahrungen. Das ist eines der Top-Favoriten von der Marke. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist von Garnier das Koffein Skin Active aufpolsternde Augentuchmaske. Habe ich gekauft für das Neuheiten-Video. Kaufe ich aber nicht mehr nach jetzt. Das sind immer, ich kaufe Sachen, um einen Test davon zu machen, um euch dann zu sagen, ist es gut, ist es nicht gut für meinen persönlichen Bedarf, würde ich sie aber nicht mehr wieder nachkaufen. Haben sehr gut gekühlt. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es danach unter alles ein bisschen glatter war und es ist auch gut weggezogen. Ne? Also du hast nicht noch 3-4 Stunden gebraucht, bis das Produkt irgendwie, um das einzureiben. Garnier Skin Active hat mir gut gefallen. Zwei Produkte, die ich aufgebraucht habe von Uncorrupted Beauty. Einmal den Daily Exfoliant Rosewater Toner mit Mandelsäure und Tonerde. Hier unten sieht man auch so ein bisschen rosa. Er hat mir sehr gut gefallen. Es gibt manchmal so Zeiten, da habe ich das Gefühl, dass mein Make-up sehr schnell ölig wird. Gerade wenn
Vorgestern war es super kalt, heute ist es super warm. Meine Haut braucht immer so ein bisschen, um sich wieder an diesen Wetterumschwung zu gewöhnen. Das ist sehr, sehr ölreduzierend. Hater würden sagen austrocknend. Ich würde es auch nicht im gesamten Gesicht benutzen. So ein bisschen auf dem Wattepad, punktuell rauf. Super, super gut. Die Tonerde bleibt auch auf der Haut. Gerade wenn man so ein paar Unreinheiten hat, ist das immer ganz gut. Genauso wie das hier, das ist der Flawless Effect Blemish Skin Barrier Complex mit 5% Niacinamid und 0,5% Salicylsäure. Habe ich nie im gesamten Gesicht verwendet, sondern eher immer punktuell auf. Ne? Hier so ein kleines Pickelchen, ein bisschen rauf oder mal ein bisschen gröber, ne? Aber nicht so im gesamten Gesicht, weil auch das natürlich ein bisschen austrocknend ist und ich möchte ja viel Feuchtigkeit in meiner Haut halten und nicht die ganze Haut austrocknen. Aber sehr, sehr gute Produkte von Uncorrupted Beauty. Ein Produkt, was ich aussortiert habe, damit kam ich wirklich gar nicht zurecht. Und das hat mich total gewundert, weil ich auf den Liquid Hydrator und den Liquid Balancer schwöre. Der Liquid Illuminator hat mir absolut nicht gefallen. Der war mir zu doll, der hat mir gebrannt ein bisschen. Und mich hat das, glaube ich, auch so ein bisschen abgeschreckt. Als das rauskam, da wurde ganz, 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 ganz groß Werbung dafür gemacht, mit was man ihn nicht benutzen soll. Das ist schon nicht meins. Wenn ich so vorsichtig sein muss, so vorsichtig sein muss, mit was ich das Produkt kombiniere, habe ich da ehrlich gesagt schon keine Lust mehr drauf, weil ich weiß mittlerweile, welche Produkte ich vertrage und ich lasse mir auch nichts sagen, was eventuell für eine andere Person nicht funktioniert, aber ich weiß, es funktioniert für mich, dann will ich das ja nicht kaputt gemacht bekommen. Aber wenn die Brand selber diese Warnungen rausgibt, weiß ich nicht. Hat mir gar nicht gefallen, leider. Was mir dafür von der Kosmetik sehr, sehr gut gefallen hat, ist das hier. Das ist das AHA PHA Peeling Cleanser Mäuschen. Zweite Tube, dritte Tube vielleicht mittlerweile schon. Sana hat ja auch die Nachbarin dazu rausgebracht. Die wohnt im Haus nebenan. Das ist ein gutes Produkt. Phytoinulin, Panthenol, Aloe Vera ist so ein leichtes Peeling, ne? Ich habe das irgendwann auch fast täglich benutzt, alle 2 Tage, je nachdem, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass meine Haut da groß drunter gelitten hat. Ganz, 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 ganz toll. Ist aber für mich keine Reinigung. Ne? Also das ist nicht, ich schminke mich ab, sondern ich habe mich schon abgeschminkt, ich habe mich schon gereinigt und erst dann benutze ich das Produkt. Meistens bei mir in der Dusche, deswegen ist es auch schon so ein bisschen siffiger. Es steht eigentlich permanent in der Dusche. Draußen in der, meine Duschroutine. Bevor ich in die Dusche reingehe, öffne ich die Tür, damit die Duschkabine warm wird. Ich mache nicht das Wasser vorher an, das finde ich nicht gut. Die Heizung, die warme Luft der Heizung geht da ja mit rein. So. Dann ziehe ich mich aus, dann nehme ich meinen Oil Cleanser, schmier mir das ein, gehe in die Dusche, mache das Wasser an und während das Wasser warm wird, reinige ich mein Gesicht schon mal mit dem Ölreiniger. Dann reinige ich mein Gesicht mit dem Reiniger, der gerade in der Dusche steht und erst dann das hier, wenn das alles sauber ist, zum Abschluss dann, während, weiß nicht, das Shampoo einwirkt oder so, kaufe ich definitiv wieder nach. Ein Produkt, da bin ich sehr, 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 sehr traurig, ist das hier von Dermalogica. Das ist der Daily Milk Foliant, ein beruhigender, haferbasierter Powder-Peeling. Großartig. Ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Für mich war es aber zu viel für jeden Tag und ich habe das jetzt bestimmt auch schon 2 Jahre oder so. Und das Problem ist, irgendwann zieht das halt Feuchtigkeit, das ist halt wie so mit Salz, ne? Irgendwann sieht es dann auch nicht mehr so schön aus. Und der Preis ist auch schon echt heftig. Ne? Ich glaube, das kostet 74 Euro. Aber 74 Euro definitiv wert, weil, also theoretisch, wahrscheinlich musst du es anders lagern, als ich es gelagert habe. Das ist natürlich auch ein bisschen meine Schuld. Aber das hält. Das hält sehr, 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 sehr lange. Gerade weil man es eigentlich nicht jeden Abend macht. Dermalogica ist eine sehr spannende Marke, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber das ist ein großartiges Produkt. Dass ich das aufgebraucht habe, ist keine Überraschung, den Fenty Fat Water Toner. Und ich traue es mich fast nicht zu sagen. Ich habe ihn nicht mehr nachbestellt, weil. Nee. Ihr seht das, glaube ich, am Mittwoch. Ich glaube, heute bin ich auf dem Event von der Alternative, die den jetzt abgelöst hat. Ich habe den ja schon, kriegt die Sachen ja oft schon ein bisschen vorab. Und dieser Toner, ich sage euch, wie es ist. Schaut euch heute meine Story an. Ist der Wahnsinn. Der hat den abgelöst. Und der ist halt deutlich, der kostet fast die Hälfte von dem hier und ist in der Drogerie erhältlich. Deswegen, was ich weggemacht habe, ist das hier. Schau mal, Feuchtigkeit und Glanz, normales bis trockenes Haar. Habe ich nur weggemacht, weil ich dazu irgendwann nicht mehr gegriffen habe, weil es bei mir so ein bisschen problematisch ist. Ne? Ihr seht meine Flusen auf dem Kopf. Was ist das hier eigentlich? Ganz, ganz toll, wenn du so ein super glänzendes, mit Feuchtigkeit versorgtes Haar haben möchtest, in den Längen.
Look at me, ich habe keine Längen. Meine Länge ist hier zu Ende. Ich fange nicht an, hier so die Längen einzusprühen. Das ist mir zu viel. Duft, toll, ganz, 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 ganz toll. Ich muss es aber auch hier wieder sagen, weil ich Hoffnung habe, dass Schauma dieses Video sieht und irgendjemand sich mir anschließt und diesen Teil des Videos an den CEO von Schauma schickt. Hallo lieber CEO von Schauma, ihr macht wirklich seit vielen, vielen Jahren tolle Produkte, die ganz tolle Traditionen in vielen Familien haben. Aber was ist das für eine Werbung, die ihr da im Fernsehen laufen habt? Bitte. Nee, das ist so eine Werbung. Die ist genauso schlimm, aber es klappt halt, ne? Wir reden drüber. Es ist genauso wie diese Seitenbacher-Werbung. Bergsteiger-Müsli. Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Seitenbach. Und das läuft von der Tagesschau, so ein Quatsch. Da krieg ich wirklich Wut. Da krieg ich wirklich, wirklich Wut. Aber es klappt. Das ist halt Werbung, wenn Werbung Emotionen erzeugt. Egal in welche Richtung, funktioniert Werbung. Aber das Produkt an sich sehr, 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 sehr gut. Und zum Abschluss auch noch ein Produkt, was ich aufgebraucht habe und was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Na, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube im letzten aufgebraucht, ne? Diese Marke Milume Skin Science, war ich auf dem Launch-Event. Eine unglaublich, unglaublich gute Hautpflegemarke. Sehr spannende Formulierungen, ne? Viele Produkte ohne Wasser formuliert, dafür mit Alternativen, die noch feuchtigkeitsspendender sind, die noch mehr Vorteile für die Haut bieten als Wasser. Mehr fokussiert auf die Inhaltsstoffe, das war das Vitamin C Serum, 25% Antioxidanz mit Glutathionen, Vitamin E, Jojobaöl, GMDO, Unicellular Alge, THD, Vitamin C, tolles Produkt. Ich habe ja auch schon mal die Kooperationsanfrage von denen bekommen und ich würde sie sofort, ohne darüber nachzudenken, ne, ohne dass ich überlegen müsste, stehe ich hinter den Produkten? 100%. Ich stehe nur absolut nicht hinter dem Preis. Ich kann mich hier nicht hinsetzen und euch ein Hyaluronsäure-Serum für 70, 80, 90 Euro zeigen. Das tut mir leid. Viele Produkte, großartige Formulierung. Ein Produkt, wenn ich das aufgebraucht habe, das würde ich euch empfehlen, weil das wirklich das Geld wert ist, weil das halt nicht so schnell aufgebraucht wird. Das zieht sich so ein bisschen die Nutzung davon. Aber gerade bei diesen alltäglichen Produkten, wie so einem Vitamin C, so einem Hyaluron, so einem Niacinamid-Serum, kriege ich nicht hin, weil da ist das Verhältnis nicht so richtig. Ansonsten, ihr süßen Mäuse, schaut unbedingt bei Magiamo vorbei. Microfiber, Multitools, Seifen, Pinsel gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt noch einige Accessoires, bevor wir in ein neues Kapitel der Eigenmarken starten von mir. Würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich verlinke euch alles unten. Schreibt mir in die Kommentare, welche Produkte ihr auf den Teufel nicht leiden könnt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielleicht sparen wir uns dadurch ein kleines bisschen Geld. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.